Hi bei Potternander. Ich warte hier nicht gerade auf den Bus. Wir sind im Wallfahrtsort Neviges im schönen Fellbad. Und zwar begeben wir uns heute auf eine Entdeckerschleife. Wieder einmal, endlich, ja, hurra, des Neanderlandsteigs von Protestanten und Franziskaner. Ziel der Wallfahrer ist der Dom Maria, Königin des Friedens. Im hier überwiegend protestantisch geprägten Gebiet ist der Dom sehr untypisch für seine Bauart. Viel Beton, relativ düster, dafür ein sehr schmuckvolles, farbenprächtiges Fenster. Das ist eine Geschmackssache. Jedenfalls gibt es hier Kirchengeschichte, Architektur und Landschaft und auch wie immer jede Menge Panorama zu genießen. Ich warte noch ein kleines bisschen, denn der Christian und die Carmen von Geraus wollten auch gleich da sein. Wir sind wieder zusammen unterwegs. Kommt mit, bleibt dran bei Potternander. Da sind wir dann losgelaufen und befinden uns hier auf der Entdeckerschleife, dem Rundweg. Machen natürlich direkt die ersten paar Meter. Erstmal wieder einen kurzen Anstieg. Christian und Carmen sind angekommen. Die wollten schon von Heiligenhaus aus loslaufen. Aber nein, da ist er. Aber wir freuen uns, ob wir uns auch mal wieder sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit zum Filmen haben, weil wir Männer haben ja immer so viel zu bequatschen, ne? Auf geht's! Natürlich fizzelt's. Das tut aber unserer doch sehr unterhaltsame Tour, überhaupt gar kein Abbruch. Die Wolken hängen wirklich ganz romantisch tief, fast schon ein kleines bisschen nebelig. Die Carmen und die Anni, die laufen natürlich voraus. Frauen mit Frauengesprächen und Männer mit Männergespräche. Guck, guck. Länger für An- und Abfahrt. Regen, Bergwertung. Nach einer Stunde habe ich mich eingelaufen, dann ist aber die Runde auch schon wieder vorbei. Der Christian, das sagt der Jungspund, ne? Der rennt hier hoch wie ein Gamsbock, aber Vater mit seinem 120 Kilo Kampfgewicht. Ah, scheißegal, wir haben richtig Bock, das macht Spaß, das ist einfach hammerhart hier. Das soll alles schön rüberkommen. Ja, ein bisschen unbequem, aber ich finde das Panorama trotzdem super geil, charmant. Und ich laufe ja auch wirklich gerne bei Regen. Muss man sich erstmal nur wieder dran gewöhnen. Um von dem Couch-Modus hochzukommen, ne? Und das ist ja genau das, was ich sagen will. Ne? Lauft los, vergesst das rausgehen nicht. Regenrun, der Christian sagt es gerade. Und hier nebenan hat einer versucht, mit dem Auto durchzukommen. Hat aber den Super Pursuit Mode vergessen einzuschalten. Liegen geblieben, stecken geblieben, aufgesetzt. Schade. Jo, das war's auch schon wieder. Da. Schöner kann eine Abmoderation überhaupt nicht sein. Denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. 5 Kilometer Rundweg. Kurz, aber heftig. Es hat natürlich passend angefangen zu schütten. Wir sind
hoch, ordentlich Höhenmeter über die Felder, matschig, rutschig, nass, ohne Ende. Und was habe ich noch über das oder stecken gebliebene Auto gerade noch geungt? Was macht der Vater? Vielleicht könnt ihr das sehen. Natürlich bin ich nach vorne ausgerutscht und habe mich schön einmal hingekniet. Eine Schlammpackung ist es nicht geworden, aber ich sag mal, der Sturmschirm ist definitiv kein Sturzschirm. Haben mir trotzdem Spaß gemacht. Wir haben ordentlich eine Schnute voll gesabbelt. Das macht auch richtig Böcke. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes und gesegnetes Wochenende. Bleibt gesund, rutscht nicht aus, vergesst da rausgehen nicht und bis bald, sagt euer Schrömi von Potterlanda. Ciao! Bye.